Hallo ihr Lieben, willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es ein leckeres Ofengemüse und zwar will ich die restlichen Gemüsesorten, die ich noch so im Kühlschrank hatte, verwerten. Und ich werde die alle klein schneiden und ein bisschen marinieren und dann einfach in den Backofen schieben. Das wird super lecker, ihr werdet es sehen und jetzt geht's los. Als Zutaten werde ich Auberginen benutzen. Ich habe hier 4 Auberginen im Kühlschrank gefunden, 2 rote Spitzpaprika und noch eine gelbe und eine grüne Paprikaschote. Dazu noch 2 mittelgroße Zwiebeln, 1 Esslöffel Tomatenmark, etwas Olivenöl, etwas Balsamico-Essig und dann habe ich noch 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel Thymian, ein bisschen Chiliflockenpulver. Je nachdem, wie scharf ihr es mögt, könnt ihr es natürlich ein bisschen mehr benutzen und ungefähr 2 Zehen Knoblauch. Das war's auch schon und jetzt können wir loslegen. Ich schneide die Paprikaschoten in relativ große Stücke. Das ist die perfekte Größe. Zwiebeln, die schneide ich auch nur ganz grob, die dürfen auch nicht zu klein sein. Bei den Auberginen schäle ich streifenweise ein wenig von der Schale ab. Ein bisschen Schale braucht die Aubergine, damit sie halt bewahrt, sonst wird die total matschig. Ich finde, besonders zu den Zeiten, Corona-Krise herrscht, sollte man viel Gemüse essen und sich gesund ernähren. Denn nur mit Nudeln ist das nicht gemacht. Wir wollen ja unser Immunsystem stärken und das können wir eigentlich nur mit Gemüse. Und nur weil Krise ist, müssen wir uns ja nicht total schlecht ernähren und nur Dosenessen essen. Die Supermärkte sind im Moment noch auf. Es ist kein Problem, Lebensmittel zu finden, deswegen kauft Gemüse. Die Auberginen schneide ich jetzt in ungefähr so 1 cm dicke Scheiben. Das Gemüse ist jetzt fertig geschnitten. Jetzt können wir die Marinade zubereiten. Für die Marinade benutze ich 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Thymian, etwas Chiliflockenpulver. Je nachdem, wie scharf ihr das mögt, könnt ihr ein bisschen mehr benutzen. Und ungefähr 2 Zehen Knoblauch. Dann habe ich hier noch 1 Esslöffel Tomatenmark. Olivenöl tue ich ungefähr 4 Esslöffel Olivenöl und anderthalb Esslöffel Balsamico-Essig. Das wird jetzt gut umgerührt. Dann gebe ich diese Marinade auf das Gemüse. Und das wird jetzt alles gut umgerührt. Mein Backweg habe ich mit Backpapier belegt und da verteile ich jetzt das Gemüse gleichmäßig drauf.
So, den Backofen hatte ich auf 180 Grad vorgeheizt. Da kommt jetzt das Gemüse rein. Ich denke mal, es wird so ungefähr 40 Minuten dauern. Aber zum Schluss sage ich euch noch, wie viel Zeit ich genau benötigt habe. Alle 10 bis 15 Minuten, je nachdem, ich gucke mal, werde ich das Gemüse so ein bisschen umrühren. Und wie gesagt, jetzt kommt es in den Backofen und wir sehen uns dann später nochmal. Mein Gemüse ist jetzt aus dem Backofen rausgekommen. Es war genau 40 Minuten drin und ich habe es zweimal umgerührt und dann wieder auf dem Blech verteilt und weiter backen lassen. Es ist jetzt fertig. Ich werde es jetzt in eine Schale umfüllen. Ihr könnt dieses Gemüse wunderbar als für Sandwiches benutzen, zum Beispiel für vegane Sandwiches. Es ist super lecker. Einfach Hummus raufschmieren, dieses Gemüse rauf in einen Wrap. Perfekt. Ihr könnt es auf Nudeln tun. Ihr könnt es wie Antipasti vielleicht nochmal mit ein bisschen Öl beträufeln. Und es gibt ganz viele Variationen, wo man dieses Gemüse benutzen kann. Probiert es unbedingt mal aus. Es ist super lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.